Jetzt muss ich erst mal mit euch im Ernst sprechen. Es ist kein Spaß. Und zwar habe ich da hinten ein Bild von der Oma Käthe stehen. Von meiner Mama. Ausgedacht. So. Und da hängt ein goldenes Kreuz vom Papa drum mit so einem Lederbändchen. So. Und das Kreuz hing so an der Seite runter. Und dann habe ich dazu genommen, weiß ich nicht warum, gestern war das, und habe das Kreuz in die Mitte von dem Bild getan. Einfach nur so. Eine halbe Stunde später fällt das Bild um. Aus heiterem Himmel, es hat kein Gewitter gegeben. Das hast du jetzt richtig draufgelegt. Ecke, das ist ein kleines goldenes Herzchen. Das ist ganz leicht. Ich habe das nur so ganz winzig, so ein bisschen, das hing so an der Seite, und ich habe das nur an der Seite so mitten von dem Bild getan. Ich habe noch gesagt, Tag Oma. So, wirklich, also, und das Bild, das steht ja nicht seit gestern, ne? Das steht ja schon seit vielen Jahren da. So, auf jeden Fall geht das paff irgendwann und fällt um. So, jetzt geht es ja noch weiter. Gestern, wir hatten gestern Besuch, Simone und Sven, ihr kennt Sven, das ist der Handwerker, der nicht streicht, nebenan. Haben wir vor der Woche von drüber gesprochen, so. Sitzen wir im Garten, wir haben bis um 3:30 haben wir Musik gehört, oder die Menschen, die haben was getrunken, ich habe nichts getrunken. So. Hab mir das ganze Spiel angeguckt, weil die ja gut drauf war, die Elke und die Simone. Auf jeden Fall sind die dann abgehauen. Und dann ist die Elke um 3:30, 4:15 im Bett, ist sie hochgegangen, weil die ziemlich dicht war. Ist doch gar nicht wahr, so dicht war ich ja nicht. Ja, so. Für zwei Gläschen. Und ist dann schlafen gegangen und sagt, ich gehe schon mal hoch. Ich sage, ja, ich komme jetzt auch gleich. So, dann liege ich auf der Couch und ich gucke so nach links hier dahin. Da stand einer. Da stand einer. Also hat mich auch buchtet. Der hat mich auch gerufen. Oh, Frank, jetzt hör auf. Der hat mich gerufen. Der hat gesagt, Frank. Der hat mich gerufen. Ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war. Auf jeden Fall, ich war alle schüchtern. Der kannst du mich jetzt aber nicht mehr alleine lassen, nachher ruft der Elke. Ich denke, Alter, was ist das denn jetzt? Ey, bist ja, da hab ich mich so. Das war der Geist des Weines. Ich habe aber nichts getrunken, Elke, du weißt es. Nee, du hast nichts getrunken. Ich hatte gestern eine Cola Zero getrunken, gestern Abend, den ganzen Abend über, ich hatte nicht viel Durst. Und dann stand der da, oder das da. Ja, das hat er mir heute Morgen erzählt. Und ich weiß nicht, ob ich dem das glauben soll, oder ob der jetzt auch Halluzinationen hat. Ich habe einen Geist gesehen. Also spukt es jetzt hier. Vielleicht ist das auch ein Poltergeist. Keine Ahnung, ob es so was gibt. Auf jeden Fall hat er mich gerufen. Und ich guck so dahin, und da war dann halt keine Erscheinung so, wo man sagt, oh, der sieht aus wie der und der. Nee, das war so verschwommen, dunkel. Und er hat nur gerufen, Frank. Frank war dein Vater. Frank. Er hätte mal jung gesagt. Dann wollte er mal jung. Frank. Also, habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Oder war ich nicht? Bin ich nochmal runtergekommen? Nein, du warst oben im Bett. Ich bin ja dann hochgegangen, ich hatte Angst. Ich sollte helfen, oder? Nee, und dann bin ich dann hochgegangen, und dann da war die Elke schon am Schlafen. Also die war es auf jeden Fall nicht. Und ich war es auch nicht. Ich saß da auf der Couch und dann stand da. Das ist kein Spaß. Tja, naja. Okay, ja, dann war es dann mal wieder von uns beiden. Heute hat es ja nicht so schön funktioniert mit dem Wetter. Heute ist echt scheiße. Weil es hat viel geregnet, ne? Naja. Okay, macht es gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.